Moin, was macht eigentlich Rüdiger Bormann? Der hat doch sonst jeden Tag ein Video aufgenommen und irgendwo veröffentlicht. Und im Moment kommt da doch gar nicht wirklich was. Nun gut, also erstens bin ich nicht so komplett gesund. Das Herz vor Hochflimmern hat sich immer noch nicht wieder gefangen, dass ich damit zufrieden sein könnte. Zum anderen ist der Irrsinn in dieser Welt, insbesondere in Deutschland, insbesondere in Berlin, so unermesslich reichhaltig, dass ich mich eigentlich den ganzen Tag lang nur aufregen könnte, hintereinander weg, jeden Tag 10 Videos machen könnte über irgendeinen Blödsinn. Und das ist ganz sicherlich nicht gut für mich, ja, weil diesen Unsinn, den sieht eigentlich inzwischen jeder. Darüber brauche ich keine Wörter mehr zu verlieren. Die guten Tipps, die ich geben könnte, will keiner hören. Und ja, man hat ja auch selbst genügend noch auf dem Schreibtisch, was man irgendwie so zu erledigen hat und so, ja. Und da sind im Moment so ein bisschen meine Prioritäten. Ich versuche natürlich so zwischendurch immer mal wieder was so hinzukriegen, wie es der Standard war in den letzten Jahren bei mir. Aber das ist im Moment wirklich schwierig, weil egal welches Thema ich mir gerade vornehme, wozu ich etwas sagen möchte, in dem Moment, wo ich anfange, dazu etwas zu sagen, fällt mir ein zweites Thema ein, was ja noch wichtiger ist und was ja auch behandelt werden müsste. Und in der Menge, wie das auf einen einströmt, kann man einfach nur sagen, hier rein, da raus, lass mich damit in Ruhe. Ich mach jetzt mal das, was mir gut tut. Und ich trete einfach mal in die zweite Reihe, in die dritte Reihe, in die vierte Reihe zurück und lass mal andere vor, die da Lösungen anzubieten haben, die vielleicht besser sind. Ja. Ich muss ja auch gestehen, für viele von diesen selbstgemachten, erlogenen, erstunkenen Problemen gibt es ja gar keine Lösung, weil es das Problem gar nicht gibt. Also wenn man einfach nur mal die Menschen machen lassen würde, sie in Ruhe lassen würde, den Staat einfach mal auf das zurückfahren würde, was er wirklich tun muss, nämlich Infrastruktur, Bildung und Soziales, dann wären viel weniger Leute krank, ne? Also diese ganzen psychischen Leiden, die resultieren ja zum Teil einfach daraus, dass die Welt, so wie sie sich im Moment hier für uns in Deutschland, insbesondere in Berlin darstellt, eine komplett bescheuerte Inszenierung ist. Ne? Also das ist nicht normal, tut mir leid, ist einfach nicht normal und so kann ich einfach nur sagen, was macht eigentlich Rüdiger Bormann? So, sich im Moment ein bisschen zurücknehmen, ausruhen, versuchen wieder richtig gesund zu werden für den bevorstehenden Ruhestand, der ja in Sichtweite ist. Und ja, gesund in den Ruhestand ist jetzt irgendwie mein Motto, ja. Und da ist es völlig abwegig, dass ich mich den ganzen Tag in 10 neuen Videos irgendwie aufrege über den Schwachsinn, den ja jeder sieht, über eine Regierung, die keine ist, über Idioten, die Idioten bleiben, über Bekloppte, die nichts anderes sein wollen als Bekloppte. Und da sage ich dann einfach nur, hier rein, da raus. Nein, ich mache da nicht mit. Ich mache mein Ding. Und das, was ich kann, ohne davon einen Herzinfarkt zu bekommen. Ja? Und das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen. Die Hälfte ist immer noch gut von dem, was ihr für die Welt tun wollt. Ein Viertel wahrscheinlich auch.
Ob ihr überhaupt ein Zehntel tun müsst, steht in Frage. Aber was ihr ganz bestimmt machen müsst, ist selbst gesund bleiben, euch um euch selbst kümmern. Ihr müsst ja das Leben mit euren Lieben genießen und dann bleibt ihr auch gesund und dann sagt ihr so nein, wie sich das gehört, zu all diesem Schwachsinn, indem ihr drüber lacht. Ja, selbst Satire hat ausgedient, ne? Also was früher noch lustig war, finde ich heute überhaupt nicht mehr lustig. Lustig zu machen über Beklopptes ist einfach nur bekloppt inzwischen. Ne? Jedenfalls, wenn es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Da hat sich Oliver Welke zum Beispiel, den ich ja früher in seiner Heute-Show ganz gerne gesehen habe, lustig gemacht über Leitkultur. Im neuen CDU-Grundsatzprogramm die gute alte Leitkultur. Zugewanderte Menschen sollen sich ohne Wenn und Aber zu unserer Leitkultur bekennen. Problem, wenn man CDU-Politiker fragt, was genau das sein soll, kommt immer nur irgendwas mit Bräuchen oder Essen. Meistens was mit Wurst. Wirklich, es werden Wurstsorten genannt. Die ganze Leitkultur funktioniert scheinbar hauptsächlich auf Wurstbasis. Dabei steht doch im Grundgesetz alles drin, was uns an Werten hier zusammenhält. Von Gleichberechtigung Mann-Frau bis Meinungsfreiheit. Den Rest regelt das Strafgesetzbuch. Fertig. Ich denke inzwischen, ja, Leitkultur mit D wäre wahrscheinlich das, worüber man mal reden müsste in Deutschland, weil wir sind hier konfrontiert mit so vielen Zwängen und abartigen Ideen. Bleh, da kann man nur noch kotzen. Das, was die Öffentlich-Rechtlichen vorspielen, ist Leitkultur. Und das will ich auch nicht. Wenn wir alle einander mal mit ein bisschen mehr Lächeln begegnen, mit ein bisschen mehr Respekt, wenn wir mal aufhören, einander irgendwie den ganzen Tag mit irgendwelchen Vorschriften voll zu texten, ja. Wie schön könnte das Leben sein? Machen wir den Anfang. Machen wir das Leben einfach schön. Sagen Nein zum Schwachsinn. Nein zur schwachsinnigen Regierung. Nein zu Vollidioten. Und leben ein schönes Leben. Ja, und dieses Video ist wahrscheinlich wieder mal eins seit langem, was ich reinstellen möchte, weil es einfach mal den Kern trifft. Weniger Schwachsinn. Mehr Respekt. Liebe Grüße aus Berlin von Rüdiger Baumann und Schönwettertag. Tschüssi. Wir klären heute bei der CDU, was ist eigentlich deutsche Leitkultur? Die deutsche Leitkultur, das ist die Hausordnung in Deutschland. Ja, Leitkultur ist so ein bestimmter Handlungsrahmen, wo wir uns in Deutschland alle dran vielleicht festhalten können. Dass man Frauen als gleichberechtigt ansieht, okay. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist ja doch kompliziert mit der Leitkultur. Ja. Die kann auch regional differieren. Also diese ganze Idee, jetzt zählt man mal auf, jetzt ist irgendwie, wir geben uns die Hand und Deutschlandfahne am Revers und das Leitkultur, davon halte ich nichts. Es geht um eine breite Diskussion. Das ist auch Teil der Leitkultur, dass man das Thema Leitkultur immer alle paar Jahre aus der Schublade zieht. Ist das diese Tradition? Absolut. Also weil uns halt sonst nichts eingefallen ist, finde ich es einfach wichtig, dass man was immer wieder aufwärmt, um den Leuten auch mal ein bisschen auf den Wecker zu gehen. Und dazu dient ja so ein Parteitag auf, dass man einfach auffällt und ein bisschen für Unterhaltung sorgt. Herr Merz, hallo. Herr Merz, es geht um Leitkultur. Das bedeutet doch auch zu antworten, wenn man was gefragt wird, oder? Herr Merz?